Motomobil, das Automagazin hier auf DW, die Themen. Flinke Spanier mit exklusivem Design der Seat Leon Cupra R. Majestätische Raubkatze, wir testen den Jaguar XJ. Und Neuheiten von der Automesse in Detroit. Detroit, Januar, minus 10 Grad Celsius. Bei den Temperaturen draußen, da bleibe ich lieber drin und schaue mir mal an, was es so für Neuigkeiten gibt auf der North American International Auto Show, kurz NIAS. Ganz im Trend die Limousinen. Die USA ist weniger ein Markt für die Golfklasse. Diese Hatches, wie wir die nennen, sind in den USA nicht sehr stark. Die Amerikaner bevorzugen dieses Sedan-Design, Three-Box-Design, Limousinen. Nur konsequent, dass VW hier den neuen Jetta vorstellt. Das Modell ist mit 17,5 Millionen produzierten Einheiten einer der erfolgreichsten Volkswagen. Die inzwischen siebte Generation basiert nun erstmals auf der neuen MQB-Plattform. Zusätzlich sind alle erdenklichen Sicherheitssysteme und Konnektivitätsfeatures erhältlich. Ebenfalls neu ist der Passat GT mit einem 3,6 Liter V6 Motor und 209 kW Leistung. Auch bei Toyota steht eine Limousine im Mittelpunkt. Der Avalon basiert auf der TNGA-Plattform und soll in den USA das mittlere Premium-Segment bedienen. Die Preise beginnen bei 33.500 US-Dollar. Wenn es eins gibt, was die Amerikaner noch lieber mögen als Limousinen, dann sind es große und schwere Pickups, wie zum Beispiel hier der Toyota Tundra. Aber mit denen käme man bei uns in Deutschland wahrscheinlich schwer an einen Parkplatz, geschweige denn in ein Parkhaus. Etwas einfacher zu parken, aber ähnlich eindrucksvoll, präsentiert Mercedes die neue G-Klasse. Die dienstälteste Modellreihe nahm ihren Ursprung in Graz, ebenso wie Multitalent Arnold Schwarzenegger, der es sich nicht nehmen ließ, der Premiere beizuwohnen. Der G ist natürlich was ganz Besonderes. Wir wollten ihn nicht streamlinen oder rund lutschen, sondern wir wollten die eckige Form erhalten. Und das ist auch gelungen. Die Verwandtschaft zum Vorgänger ist unverkennbar. Details wie die außen positionierten Türanschläge wurden übernommen. Der Einstiegspreis liegt nahezu unverändert bei knapp über 107.000 Euro in Deutschland. Lexus präsentiert mit der Studie LF1 seine Vision vom Crossover der Zukunft. In Sachen Antrieb sollen alle Varianten von Brennstoffzelle über Hybrid bis hin zum reinen Elektrofahrzeug möglich sein. Aber nicht nur Autohersteller, sondern auch Zulieferer zeigen ihre neuesten Entwicklungen. So hat zum Beispiel Recaro neue Sitzkonzepte entwickelt, die einen modularen Austausch einzelner Teile erlauben und bei gleichem Sitzkomfort nochmal deutlich dünner sind, wodurch sich der Platz auf der Rücksitzbank erhöht. Schaeffler zeigt seine neuesten Entwicklungen, mit denen Autohersteller die Elektrifizierung ihrer Fahrzeuge weiter vorantreiben können. Wir haben tatsächlich einen Zeitpunkt erreicht, wo die Veränderungen, die vor uns liegen, die erwartet werden, politisch erwartet werden, gesellschaftspolitisch erwartet werden, sich so stark verändern wie noch nie. Und das ist diese Elektrifizierung des Antriebes, die Notwendigkeit, Wirkungsgrad zu holen, noch weiter zu holen, und zwar richtige Sprünge zu machen und vor allem die Antriebswelt in Richtung emissionsfreies Fahren zu etablieren. Auch bei ZF arbeitet man mit Hochdruck an Hybridsystemen. Die drei Megatrends kennen wir: autonomes Fahren und Elektromobilität und immer wieder Sicherheitsaspekte. Das heißt, aktive und passive Sicherheit wird an Bedeutung gewinnen. Aber nicht nur dort entwickelt ZF die Technik weiter, auch andere Antriebskomponenten werden verbessert und mit neuen Technologien kombiniert. Ich
Ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass trotz dieser ganzen Bemühungen um Nachhaltigkeit, Elektrifizierung und Umweltbewusstsein neue Modelle von PS-Monstern und Kraftprotzen wie hier dem Dodge Challenger auf den Markt kommen. Anscheinend ist es das, was die Leute wollen, zumindest hier in Amerika. Wir testen heute eine sehr sportliche Version des Seat Leon, nämlich die zweite Generation des Cupra R. Seit jeher steht die Cupra-Serie bei Seat für Antriebsstärke, Sportlichkeit und Agilität. Von der Rennstrecke auf die Straße. Das Cupra steht bei Seat traditionell für Cup Racing. Jetzt bringen die Spanier einen besonders schnellen Leon, in dem ich hier gerade sitze, den Cupra R. 799 Stück werden gebaut, davon gehen 360 nach Deutschland, ausschließlich mit Handschaltung. Übrigens, die Abgasanlage stammt vom Golf Club Sport und wurde von Seat nochmal überarbeitet und die hört sich wirklich gut an. Nicht nur klanglich überzeugt der Cupra R auf ganzer Linie, er macht auch beim Fahren eine super Figur. 5 Fahrprofile stehen zur Auswahl. Sie reichen von alltagstauglich bis extrem sportbetont. Auch individuell lässt sich das Setup trimmen. Wir befinden uns gerade auf einer abgesperrten Strecke, wo wir den Cupra R bis an die Grenzen bringen können. Bei seiner Testfahrt kann Ronny daher ausnahmsweise die komplette Fahrbahn nutzen, ohne dabei auf andere Verkehrsteilnehmer achten zu müssen. Der grundlegende Kern beim Cupra R ist nicht die verbesserte Performance durch eine erhöhte Motorleistung, sondern man möchte mit einem neu entwickelten Fahrwerk und einem zusätzlichen Aerodynamikpaket mit vielen Carbonteilen, die durch Zusammenarbeit mit Koenigsegg entstanden ist, den Cupra noch agiler und sportlicher auf die Straße bringen. Der neue Cupra R kommt mit einem 4-Zylinder TSI-Motor und 228 kW Leistung auf den Markt. In 5,8 Sekunden beschleunigt der Kompakt-Sportwagen aus dem Stand auf 100. Der angegebene Verbrauch liegt bei 7,3 Litern auf 100 Kilometer. Bei 250 km/h ist das Geschwindigkeitsmaximum erreicht. Der Cupra R ist in Deutschland ab 44.980 Euro erhältlich. Viele werden sich fragen, warum der Cupra R nur 228 kW hat, also 7 kW mehr als der normale Cupra. Warum nicht 300 kW oder mehr? Das ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Die 7 kW sind dazu da, um das Mehrgewicht zu kompensieren, um die gewohnte Cupra-Fahrleistung auf die Straße zu bringen. Damit die Kraft bestmöglich auf den Asphalt gelangt, ist der Cupra R mit einem hydraulischen und elektronisch gesteuerten, selbstsperrenden Differential ausgestattet, das, wenn nötig, das komplette Drehmoment auf ein einzelnes Rad übertragen kann. Der Cupra R mit 228 kW hat das Cup nicht mehr nur im Namen, man sieht ihm die Verwandtschaft zum Tourenwagen Cup Racer jetzt auch an. Denn der Cupra R punktet nicht nur mit mehr Motorleistung, sondern auch mit seinem Exterieur. Was sofort ins Auge springt, ist die matte Lackierung und die vielen kupferfarbenen Akzente. Am Stoßfänger hat er eine Carbon-Spoiler-Lippe, die für eine bessere Straßenlage sorgt. Die Brembo-Bremsen sind großzügig dimensioniert, damit man die Kraft des Cupra R auch zügeln kann. Die Abgasanlage ist in einen Carbon-Diffusor integriert. Ähnlich wie bei Rennwagen sorgen diese neuen Elemente für besseren Luftwiderstand. Auch der Dachspoiler, der beim R aus Carbon besteht, trägt seinen Teil dazu bei. Wer nach einem Seat Leon Cupra sucht und auf hohen Prestigewert legt, für den ist der Cupra R genau das richtige Fahrzeug. Man sollte aber schnellstmöglich zugreifen, denn wie gesagt, es gibt nur 799 Stück auf dieser Welt. Das Fahrzeug kostet unter 45.000 Euro in Deutschland, für den einen oder anderen kein Schnäppchen. Doch der Cupra R ist voll ausgestattet und die Aufpreisliste, naja, viel gibt's da nicht anzukreuzen. Außer dem mattgrauen Lack, denn der kostet 3.000 Euro extra. Im Innenraum finden sich die Kupferakzente an zahlreichen Stellen wieder. Kupferfarbige Kontrastnähte zieren die Schalensitze mit Leder- und Alcantara-Bezug. Eine nummerierte Plakette an der Mittelkonsole erinnert daran, dass es sich um eine Sonderedition handelt.
Man erwartet, dass der Cupra R ein radikales Fahrzeug ist mit einem brettharten Fahrwerk, wodurch man Rückenschmerzen bekommt. Doch da liegt man falsch. Man hat hier einen Komfortmodus, den man einschalten kann. Dadurch gleitet der Cupra R sanft über die Straße und ist vor allem im Alltagsbetrieb von Vorteil. Tiere als Symbol der Stärke sind bei Autoherstellern sehr beliebt. Das aufsteigende Pferd bei Ferrari, der wilde Stier bei Lamborghini oder die sprungbereite Raubkatze bei den Briten. Was der Jaguar XJ alles kann, interessiert uns heute. Wir testen das Luxus-Flaggschiff der englischen Marke als R-Sport-Variante. Ihre Merkmale sind schwarze Details am Grill, optionale 20-Zoll-Felgen sowie markant ausgeformte Seitenschweller. Seitliche Lüftungsschlitze und eine dezente Heckspoilerlippe runden den sportlichen Look der Raubkatze ab. Zur dynamischen Performance und Qualitätsanmutung des XJ trägt auch die Aluminiumkonstruktion bei. Sie zeichnet sich durch ein sauberes Fugenbild und extrem knappe Spaltmaße aus. Der Jaguar XJ Räuber dem Segment von Audi A8, BMW 7er und Mercedes-Benz S-Klasse. Da sind die Erwartungen natürlich hoch. Von außen kann der Brite da locker mithalten. Sein Sechszylinder-Diesel hat 300 PS und ist durchzugsstark, beim Kaltstart aber auch kaum zu überhören. Serienmäßig sind alle XJ mit Stahlfedern an der Vorder- und einer Luftfederung an der Hinterachse ausgestattet. Das adaptive Fahrwerk arbeitet mit fein ansprechenden Dämpfern, bei denen man nicht zwischen komfortabel und sportlich wählen kann, sondern die sich permanent und automatisch an Straßenzustand und Fahrstil anpassen. Der XJ fährt sich leise und angenehm. Die Federung lässt allerdings besonders Querrillen zu direkt an die Insassen durch. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 6,8 Liter Diesel ermittelt. Das ist ein sehr respektabler Wert für den 1,8 Tonner. Dennoch liegt der Verbrauch knapp einen Liter über dem, was der Hersteller für das Modell gemessen hat. Beeindruckend ist allerdings das maximale Drehmoment von 700 Newtonmetern. Über ein 8-Gang-Automatikgetriebe beschleunigt der heckangetriebene Wagen in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Von außen hat der Jaguar XJ ja die Maße einer Mercedes-Benz S-Klasse zum Beispiel. Innen ist der Brite eher ein Maßanzug. Dafür gibt es aber auch hinten Sitzheizung und die hervorragende Surround-Sound-Anlage von Meridian. Im Innenraum kommen nur edelste Materialien zum Einsatz. Neben Aluminium, Chrom und Klavierlack ist auch am Instrumententräger feines Leder zu finden. Das Dreispeichen-Lederlenkrad unterstreicht die Sportlichkeit. Natürlich sind sowohl die Vorder- als auch die Rücksitze beheiz- und kühlbar. Innen ist der Jaguar XJ luxuriös. Besonders stylisch, beim Starten fährt der Gangwahlhebel automatisch hoch. Das 12,3 Zoll große TFT-Display lässt sich individualisieren. So weit, so gut, aber manche Funktionen sind eher etwas verspielt zu bedienen. Zum Beispiel die Sitzheizung. Dazu muss man zuerst eine Taste drücken und dann über den Touchscreen auswählen, was man denn wirklich haben will, ob der Sitz beheizt oder belüftet werden soll. Das geht viel einfacher mit einem Drehschalter. Oder die Rückfahrkamera. Sie ist auf jeden Fall nötig, weil die Sicht nach hinten eher eingeschränkt ist. Aber zur richtigen Einstellung muss man einige Male auf die Kamerataste drücken, bis man die richtige Ansicht gefunden hat. Ganz wichtig, ja, beim Einparken zum Beispiel der Bird View, also der simulierte Blick von oben, damit man auch den Randstein und die vor und hinter einem parkenden Fahrzeug richtig sieht. Das ist nicht voreingestellt, sondern man muss sich diese Variante durch mehrmaliges Tastendrücken aussuchen. Und das ist nicht ganz optimal. In Deutschland beginnen die Preise für den XJ bei 83.000 Euro. Für unsere Version muss man schon 100.000 Euro bezahlen. Diese Katze ist elegant, luxuriös und eine Alternative zu den Premium-Produkten der deutschen Hersteller.
Wo verkauft sich der britische Luxusliner am besten? Nun, nicht in Deutschland, nicht in England, sondern in China. Und für diesen Markt könnte vor allem interessant sein, dass der XJ auch als Chauffeurlimousine mit längerem Radstand erhältlich ist. Mazda ist so erfolgreich wie lange nicht mehr. Der japanische Hersteller hat zweistellige Wachstumsquoten. Dass es der Marke so gut geht, liegt am CX-5. Das Kompakt-SUV kam passend zum SUV-Boom und fand reißenden Absatz. Seit 2016 ist die zweite Generation auf dem Markt. Mazda verfolgt bei der Fahrzeugentwicklung einen ganzheitlichen Ansatz, den sie unter dem Begriff Sky-Active-Technologie zusammenfassen. Und beim Mazda CX-5 soll das Ganze so weit gehen, dass Auto und Fahrer eine Einheit bilden. Wichtiger Teil der Sky-Active-Technologie ist Leichtbau. Weniger Gewicht verbessert sowohl die Fahreigenschaften als auch den Verbrauch. Das Design ist von der Natur inspiriert, mit langen, fließenden Linien. Von außen unterscheidet sich der CX-5 mit seinen schmalen Scheinwerfern und nach vorn ragendem Kühlergrill signifikant vom Vorgänger und der Konkurrenz. Trotz des akribischen Leichtbaus, der hier betrieben wird, frage ich mich doch, ob die Motorhaube beim CX-5 so schwer sein muss. Unter der Haube Mazda typisch ein besonderes Aggregat, wobei hier nicht wie bei den Sky-Active Benzinern auf Turboaufladung verzichtet wird, sondern hier beim Sky-Active Diesel haben wir sogar eine stufenweise Turboaufladung. 129 kW leistet der Motor. Eine vergleichsweise geringe Verdichtung des Treibstoffes soll den Verbrauch im Alltag senken. 5,4 Liter sind es im NEFZ-Zyklus. Der Clou der zweistufigen Aufladung sind jedoch nicht allein die Leistung oder der Verbrauch. Sie nimmt maßgeblich Einfluss auf das Fahrerlebnis. Der Motor hier im CX-5 fühlt sich, sagen wir mal, unaufgeregt an. Man könnte meinen, er hätte keine Leistung, aber das ist rein subjektiv. Das liegt daran, dass durch die zweistufige Aufladung die Leistungsentfaltung wirklich sehr linear ist und quasi keine Überraschung stattfindet. Die große Stärke des Motors ist in meinen Augen die Gasannahme. Besonders wenn man aus einer Kurve rausbeschleunigt und wieder aufs Gas geht, passiert das in meinen Augen direkter als bei einfach aufgeladenen Turbomotoren. Ebenfalls überdurchschnittlich die Fahrwerksabstimmung. Der CX-5 ist weich genug, um Unebenheiten nicht zum Ärgernis werden zu lassen, aber in Kurven straff genug, um nicht schwammig zu wirken. Die Lenkung ist sehr präzise und bietet gute Rückmeldung. Guter Kontakt zur Straße ist gewährleistet. Ein riesiges Manko in meinen Augen, das ist der winzige Navigationsbildschirm. Der hilft mir nicht wirklich dabei, wichtige Informationen schnell zu erfassen. Natürlich könnte man jetzt sagen, ja, aber dafür ist ja das Head-Up-Display da. Problem ist nur, ich sitze schon so tief, wie ich nur kann und ich habe auch die Projektion des Head-Up-Displays so weit wie möglich nach unten gestellt und ich kann nicht alle Informationen wirklich erfassen, es sei denn, ich gehe so mit dem Kopf runter. Da ist meiner Meinung nach wirklich noch Nachbesserungsbedarf. Fazit. Der neue CX-5 ist so schön wie nie und lässt so manch anderen SUV wirklich alt aussehen. Die Einheit zwischen Fahrer und Fahrzeug, die funktioniert hier nicht ganz. Da müsste beim Infotainment und beim Head-Up-Display nochmal nachgebessert werden. Aber rein vom Fahren her ist der CX-5 zumindest für meine Begriffe typisch Mazda, problemlos und entspannend. Unser Testwagen mit Allrad und der höchsten Ausstattungsvariante Sportsline kostet in Deutschland rund 38.000 Euro und ist definitiv ein Hingucker auf deutschen Straßen. Wir sind heute unterwegs mit einem Unikat aus den frühen 50er Jahren, dem Volkswagen Käfer Stoll Coupé. Die Serienproduktion des Millionen-Sellers Käfer beginnt im Jahr 1945. In der entbehrungsreichen Nachkriegszeit sind Extrawünsche zunächst kein Thema. Ab 1949 gibt es den Volkswagen auch als Cabriolet und besser ausgestattete Exportversion. Mit dem Wirtschaftswunder kehrt nun auch die Lust auf Luxus zurück.
Der Bad Nauheimer Bernhard Riepenhausen ist ein Feingeist mit künstlerischer Ader und ein Käfer von der Stange. Der kommt für ihn nicht in Frage. Und so entwirft der gut betuchte Rechtsanwalt 1951 dieses wunderschöne Coupé. Und den Umbau übernimmt der ebenfalls in Bad Nauheim ansässige Karosseriebauer Stoll. Als Basis dient ein damals aktueller Exportkäfer. Die Devise lautet: Raus aus dem Einheitsbrei. Dank Plattformrahmen mit aufgesetzter Karosserie ist der Volkswagen prädestiniert für individuelle Umbauten. Doch VW-Chef Heinrich Nordhoff stellt klar: Wir sind eine Automobilfabrik und keine Chassisfabrik. Wir wollen es in der Hand behalten, wie der Wagen aussieht, der unseren Namen trägt. Man beschränkt sich auf Detailänderungen und kokettiert noch in den 70ern mit Edelkäfern. Unter dem schicken Blechkleid des Stoll-Coupés, da steckt der bis 1953 gebaute Brezelkäfer. Die zweigeteilte brezelförmige Scheibe, die sucht man hier allerdings vergebens. Stattdessen gibt es hier hinten eine große rechteckige Scheibe, die vermutlich vom damals brandneuen BMW 501 stammt. Und die sorgt für ordentlich Durchblick. Und den braucht man hier auch, denn dieser Individualist hier, der verzichtet vollkommen auf Außenspiegel. Die Besitzer serienmäßiger Volkswagen, die mussten bis 1957 warten. Erst dann kamen da größere Heckscheiben zum Einsatz. Die behutsame Modellpflege bringt einen Riesenerfolg. 1955 feiert man in Wolfsburg den Bau des 1-millionsten Volkswagens. Ausgerechnet mit einem Goldstaub- und juwelenverzierten Luxuskäfer. Das einzigartige Stoll-Coupé hat da bereits zehntausende Kilometer auf dem Tacho. Über 400.000 Kilometer hat der Erstbesitzer in diesem Unikat abgespult. In den 50er und 60er Jahren eine echte Meisterleistung. Und das alles in feinstem Ambiente. Diese üppig gepolsterten Ledersitze und Türverkleidungen, die hätten auch in einem Rolls-Royce oder Bentley eine durchaus gute Figur gemacht. Nun reist der feine Herr von Welt ja gerne mit dem ein oder anderen Koffer mehr. Und Stauraum, naja, der ist hier ein bisschen knapp, aber es gibt einen technisch unglaublich ausgeklügelten Klappmechanismus. Ich darf das mal ganz kurz präsentieren. Wenn man diese Rücksitzbank umklappt, ordentlich Platz für die ein oder andere Abendgarderobe. Angeblich hat sich das Volkswagen später dann auch patentieren lassen. Die Frontpartie des Stoll-Coupés gleicht bis aufs Haar dem Serienkäfer. Die schicken Scheinwerferkappen und das Faltschiebedach gab es damals im Zubehörhandel. Der Rest ist reine Maßarbeit. Aus heutiger Sicht ein wenig kurios wirken ja noch diese Winker hier in der B-Säule oder diese Frischluftklappen, auch Rheumaklappen genannt hier vorne. Gab es übrigens nur im Modelljahr 51. Ansonsten absolut besonders ist natürlich die Silhouette des Stoll-Coupés. Vor allem auch mit diesen wunderschönen Radverkleidungen hier und diesem markanten Stufenheck. Und hier am Dachabschluss, da merkt man schon auch ein bisschen, dass das alles echte Handarbeit ist. Ein Unikat eben. Im Motorraum werkelt der Urvater aller Volkswagen-Triebwerke. Vier Zylinder in Boxeranordnung, 1,1 Liter Hubraum und 24,5 PS. Ungefähr 50 Sekunden dauert es, bis man hier von 0 auf 100 beschleunigt hat. Und dann ist man auch bei der Höchstgeschwindigkeit angekommen. Trotz der mageren 24,5 PS hat man nicht den Eindruck, dass man hier besonders träge unterwegs ist. Der Wagen ist halt auch ein Fliegengewicht und da hat der Motor leichtes Spiel. Auch andere Blechkünstler wie Rometsch, Drews und Hebmüller veredelten damals den Käfer. In Osnabrück baut Karmann erste offene Modelle, Prototypen für das ab 1949 angebotene Werkscabriolet. Bei Karosseriebau Stoll entsteht nur dieser eine Luxus-Volkswagen. Das Volkswagen Stoll-Coupé, Unikat und Trendsetter zugleich. Denn die Modifizierung und Individualisierung von Brot- und Butterfahrzeugen mit dem VW Käfer, die kommt in den 50er Jahren schwer in Mode, besonders in den USA. Man denke nur an den Buggy-Trend. Dass die Großserie reichlich Potenzial und Spielraum für die automobile Selbstverwirklichung bietet, das hat das Stoll-Coupé wahrlich bewiesen.
Und somit steht fest, das VW Stolz Coupé ist definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte. Auch Volkswagen erkennt den Reiz der Kombination von exklusiver Karosserie und grundsolider Technik. Ab 1955 baut Karmann auf Käferbasis im Werksauftrag den schicken Karmann Ghia. Den Weg geebnet haben Individualkäfer wie das einzigartige Stolz Coupé. Und demnächst bei Motormobil neuer Porsche 718 Cayman. Wir testen ihn auf und abseits der Rennstrecke. Und der Lexus NX300H mit neuem selbstladendem Vollhybrid-Antriebssystem.